Kurz nach der Beerdigung von Lisa Marie Presley gibt es eine große Luft in ihrer Familie. Weil Priscilla Presley überhaupt nicht dem Willen passt und sich deshalb selbst verteidigt. Lisa Marie Presley hätte dies nicht wollen können. Sobald sie begraben wurde, erklären sie eine betrügerische Klausel im letzten Testament ihrer Tochter ungültig. Dies macht die Enkelin Riley Keough und nicht sie als Administrator des Erbes. Januar 2010 zertifiziert wurde Business Manager Barry Siegel als Treuhänderin ihres Erbes. Tochter von Elvis Presley. Das tragische Leben von Lisa Marie Presley Testament wurde aktualisiert, aber nach ihrem Tod stellte Priscilla Presley fest, dass das Testament 2016 aktualisiert wurde. In diesem Sinne werden sie und die Seals durch die Enkelin Riley und den Enkel Benjamin Keough als Co-Administrator des Erbes ersetzt. Im Fall von Siegel ist dies sinnvoll. Lisa Marie Presley hatte ihn beschuldigt, ihren Reichtum zu unterschätzen und ihn aus ihrem Leben verbannt, seit Benjamin 2020 Selbstmord begangen hat, ist Riley jetzt der einzige Treuhänder ihrer Mutter. Oma möchte das nicht akzeptieren. Nach Gerichtsakten glaubt sie an eine Fälschung von Will, da ihr Name im Dokument verpasst wird. Was Priscilla Presley besonders ernst findet: Sie wurde nie von ihrer Tochter über die Veränderung informiert. Priscilla Presley will den verbleibenden Teil des Testaments nicht bestreiten. 14. Lockwood.